Willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Die haben gerade gekotzt. Die machen komische Geräusche. So, was können wir hier machen? Wir sind erstmal zurück im Camp. Rettungshof gelungen. Ach ja, wir wollten uns für Questbelohnung hier ja abholen. Das haben wir uns verdient. Und mal mit dem Glut reden. Aber hier dürfen wir jetzt rein. So, wir können mit Toten sprechen. Auch zu selten mit Tieren reden. Was zu erzählen? Na, wer weiß. Erstmal unsere wohlverdiente Belohnung abholen. Kriegen Erfahrungspunkte und ein bisschen Pilze sammeln. Die Siegedwerger-Eindringlinge. Das haben wir gemacht. Da können wir mal mit der bleichen Leiche reden. Das klingt interessant. So. Ja, dass man es nicht direkt mit dem Klick benutzen kann. Wo passt... Ah, da hat er die Ability hingepackt. Mal schauen, wer das hier ist. The corpse regards you lifelessly. Komisch, dass er nicht zu so einer Pilz... so ein Pilz-Zombie verwandelt wurde. Das machen die ganz gern mit ihren Gegnern, ja? Schauen, wer seid ihr? Sargrim, Conjurer, Seeker. Okay, und wie seid ihr gestorben? Battle with rival, summoned spectator. Spectator. Das ist einer der coolsten Gegner, finde ich, mit. In D&D. Starker. Und auf jeden Fall haben sie da... Ihr seid gegen den Rivalen gekämpft und einen Beobachter beschworen. Und dann... Weswegen der Kampf? Glory! We search for the Adamantine Forge. Schon der zweite Hinweis auf die Adamant-Schmiede. Was ist die Adamant-Schmiede? Lost Workshop of Siluviali. Finest weapons in all creation. All creation. Immer große Worte. Wer sind denn die anderen, mit denen er unterwegs war? Philro, Dorn, each held knowledge none would share. The spell's power wanes. You can ask no more questions. So, so. About this forge. But the other notes mention some sort of guardian. Ja, aber den Wächter der Schmiede haben wir jetzt auch schon mehrfach gehört, nicht nur die Schmiede selber. So, welches Pendant gibt mir jetzt nochmal ein magisches Geschoss, das hier? Tomate und Karotte braucht man nicht. Hat er hier sein Lager gehabt und das haben die einfach abgetrennt, die Pilze. Konnten damit nicht viel anfangen. Strahle Übelkeit, so ein paar Schriftrollen, die nehmen wir auch mit. Und das hier, was ist denn der Schatten von Menzoberan Saan? Müssen wir erstmal angucken. Das ist eine Kapuze in Schatten gehüllt. Leichte Rüstung. Unsichtbar. Einfach unsichtbar werden. Okay. Nicht so schlecht, aber ich glaube nicht, dass wir es gerade brauchen. Konstitutionsrettungswürfe haben wir hier. Intelligenz. Wenn der Trigger Blitzladung bekommt, kommt der 3 temporäre Trefferpunkt. Haben wir noch die anderen Sachen. Wenn man im Wasser steht, habe ich noch zu wenig benutzt. Sie könnte das anziehen. Aber wie sieht denn das aus? Auch noch eine leichte Rüstung, by the way, was wir nicht wollen. Nee. Dann nicht. Tja, jetzt für meine Gruppe ein bisschen mehr versprochen hiervon. Aber naja. Kann man kurz mit dem Glut sprechen, gucken, was er dazu sagt. Da
dass sie hinten die Duergar besiegt haben. Ich wollte ihn eigentlich mitnehmen. Ich habe nicht dran gedacht, dass er da schon mit dabei sein könnte. Toll Prancer. Sovereign Spore has sung your fate. You will cleanse the Duergar rot. I will join you. Ich werde nichts sagen, aber die Duergar sind schon tot. I must see it for myself. Lead me to the rot. I wish to see it fester. Und dann komm halt mit. Remain in the Underdark and I will follow. We cleanse the rot together. Jetzt habe ich in der Gruppe. Ich will aber eigentlich nochmal eine Rast machen, weil wir ziemlich low sind von Ressourcen und Schatten hat jetzt auch nicht mehr viel Lebenspunkte. Dass wir das mal eben noch erledigen. Und dann können wir ein bisschen weiter das Unterreich erkunden. Da gibt es ja noch eine ganze Menge. Das machen wir zuerst. Kommt jetzt mit ins Lager? Mal schauen. Können wir mit ein paar Sachen besprechen, der schon hier ist, im Lager rumhängt? It is time. We take death to the Duergar. Schon erledigt, die Duergar sind vernichtet. Das ist ein Teil, ich zeig dir das schon, aber... I must see it for myself. Ja. Alles easy, Brudi. So, was ist mit dem Rest hier los? Hey, you. Nichts Neues gerade. Nichts zu sagen hier. Jetzt mal schon nicht. May the darkness protect you. Dann chillen wir einfach. Wenn dem so ist. Einfach mal in Ruhe schlafen ist auch nicht schlecht. Tag beenden, ja. Manchmal erscheint jetzt noch was. Sieht nicht so aus. Ich sehe keine Ausrufezeichen hier auf der Map irgendwas. Das ist nur vom Glut, oder? Da hinten. Ja. Dass das jetzt richtig funktioniert. Wahnsinn. Bei dem letzten Patch hat auch ein bisschen gedauert. Sieht nach einer ruhigen Nacht aus. Ja. So, bevor ich das vergesse, gleich am Anfang machen wir mal unsere vernünftigen Sachen, die wir wollen. Also, wo ist machen wir draußen? Dann stehen wir alle auf einem Haufen. Mach ich das dann noch mit Schattenherz? So. So, dann machen wir jetzt Reihe nach. So, wir machen das Band auf Liliane. Mit Liliane noch was wir vorbereiten wollen? Ich glaube nicht. Beistand auf uns alle. Fürs Schutz. Und das kostet gar nichts. Wir nehmen mal Weisheit für Wahrnehmung. Und Karlach macht gar nichts immer. Kann auch mal so nehmen. Hier geht halt erst im Kampf ab. Ich muss mal mit ihr die Seelenmünzen probieren. Das habe ich im letzten Kampf, letzten Mal gar nicht gemacht. Einzig unterbrochen, was sie gerade gesagt hat. Wo sehen so Seelen? 4 Stück. Das ist natürlich sowas, was ich immer aufhebe, weil ich denke, der nächste Kampf, der wird schwer. Da brauche ich die Seelenmünzen. Jetzt noch nicht.
Aber ich würde das mal ganz gerne benutzen. Das habe ich letztes Mal gar nicht gemacht. Das sind so die paar neuen Sachen, die ich ganz gerne probieren möchte. Weil manchmal gefragt wird, was ich neu mache. Ich werde jetzt auch mal demnächst noch mal Party-Members austauschen. Vielleicht den Astarion mal reinnehmen. Ich habe ein paar Sachen für ihn. Aber das Wichtigste ist halt vor allem die Sachen, die ich letztes Mal nicht gemacht habe. Also es gibt eine Menge. Das ist eine mittlere zweistellige Stundenanzahl mindestens. Jetzt gucken, wo ich hier lang gehe. Zum Norden und darüber. Das ist das eine. Dann halt... Also ich habe letztens eine Liste gemacht. Mir fällt das alles gerade gar nicht ein, was das alles war. Also wirklich, wirklich viel. Das ist auch schon einiges in Akt 1 gewesen, aber das meiste wahrscheinlich in Akt 2 und vor allem Akt 3. Auch dann von der Dark Urge-Geschichte, die wir natürlich erleben werden. Kann man hier rüber gehen eigentlich? Wenn ich da oben lang gehe. Die Dark Urge-Geschichte ist noch eine ganze Geschichte, die mir da fehlt. Ist da was in der Nähe? Wir schießen das mal ab. Dann habe ich einige Begleiterquests letztes Mal nicht so richtig erfüllt. Das gibt es auch noch. Und irgendwie noch mehr. Ich muss jetzt mal gucken. Vielleicht kopiere ich das sonst. In der letzten Folge habe ich das mal in die Kommentare geschrieben. War schon wieder so ein Landhai? Nicht mitbekommen. Ich war gerade beschäftigt. Wir werden auch vor allem dann mit Minsk, mit Thera, mehr mit Halzin machen und Jahira. Und wie gesagt, die Dark Urge-Geschichte wird halt interessant. Einmal natürlich gerade mit den neuen, mit den Begleitern, aber auch so, weil es doch dann gerade im dritten Akt einiges ändert. Bisschen Sound immer. Oh, bin ich von da beschossen. Das ist gar nicht mitbekommen. Das ist der Glut. Das habe ich jetzt nicht vergessen, dass der wieder im Gepäck ist. Bin mir ein bisschen unaufmerksam gerade. Dann gucken wir uns erstmal das mit dem Dwerger an. Da war er so scharf drauf. Will ich nicht ganz im Gepäck haben. Das ist unsympathisch. So, liegen die Dwerger-Leichen hier noch rum? Nur die hingerichteten Tiefengnome. Da, erschlagene Dwerger vielleicht. Hier oben waren auch welche. Die Leichen alle schon verrottet. Diese Löcher hier. Kann ich mit denen machen? The wall is riddled with holes. Suffocating stench of long rotten meat wafts out. Lecker. Ich möchte die Löcher mal untersuchen. So, warum haben wir denn keine Boni hier? Was ist denn hier los? Hilf mir, Shadowheart. 90, ich brauche gar keine Hilfe. Hilf mir trotzdem. Teamwork. You recognize the odor. The foul scent of carrion crawlers. Centipede-like aberrations that feast on the dead. At one time, these caverns must have been their banquet hall. The creatures are either long gone or waiting patiently in the darkness. Ja, long gone sind sie wahrscheinlich nicht, wenn es alles noch stinkt. Und eins der Löcher greift. Ist eigentlich total dumm. Aber ganz vorsichtig. The passage narrows and bends. Becoming impassable before you're even elbow deep. Okay, wurden für unsere Dummheit nicht bestraft. Das war eigentlich eine doofe Idee. Aber. Na gut. So, wo sind Dwerger hin? Die anderen. Vielleicht reicht es, denen da unten zu sehen. Nein. So, hier. Erschlagene Dwerger. Was sagst du dazu? The tumor is excised. The Dwerger are dead. Here,
I break ground. From the dark will a mighty circle rise. My song will fill the grotto. Death doer. The grotto may sustain but one sovereign. In the age of glut, there may be no spore. Eliminate the other sovereign. Ja, will er einfach den anderen umbringen. Der ist mir so unsympathisch von Anfang an, dass ich das diesmal auch nicht machen werde. Ich könnte mir das gut vorstellen, in einem anderen Run mal, aber hier nicht. Ja, den finde ich blöd. Unsympathisch. Wenn ihr so wild auf Blut seid, Glut, dann gebe ich euch Blut. Das ist ein kleines Gedicht. Ja. You shall never again know home. Bin ich sicher, ob du dich nicht ein bisschen verschätzt in diesem Kampf. Ich verhau den. 127, hätte er nicht eben 57 gehabt? Sich gleich noch gebufft? Aber ist mir egal. Immun gegen Blutung. Kritischer Fehlschlag und das von Lazelle. 7 Schaden. Okay, der hält relativ viel aus. Jawohl. Oh, der Crit zum Ausgleich. Die Schutzkasse habe ich noch gar nicht genutzt. Jetzt haben wir auch mal ein bisschen mehr. Aber das ist halt für längere Fights und gegen mehrere Gegner eigentlich. Während der halt hier wenn ich das mit dem Wasser nicht in der Reihenfolge machen kann. Ich will jetzt irgendwie ist denn einfach das Single Target. Der ist schon wieder halb tot. Lohnt sich überhaupt nicht. Was mache ich eigentlich mit den Standardangriffen? Wie viel Schaden macht das? 5 bis 12. 2 bis 20. Aber es hat nur 20%. Wir hauen ihn einfach aufs Mittel. Ja, oder wir hauen ihn auch nicht. Aus der Nähe habe ich wieder so schlechte. Ich muss noch eine. Tue ich mal hier hin meine Zaubertricks. Dass ich weiß, dass ich die ein bisschen freigiebiger benutzen kann. 56. Das müsste auch ein Angriffswurf sein, ja. Deswegen sie gar nicht so gut. 2 bis 16. Wegfliegen. Habe ich eigentlich den Flug dann? Wo ist der Spell für den Flug eigentlich dann? Ich habe noch eine Bonusaktion. Klassenaktion da. Der Flug. Kann ich hier hochfliegen und von oben bekämpfen? So. Das kann ich dann auch machen ohne einen Gelegenheitsangriff zu provozieren. Was ich jetzt nicht machen kann, um wegzugehen. Aber ich glaube, die Chance zu treffen ist auch hier ziemlich gut. 81%, obwohl wir im Nachteil sind. Ich weiß nicht genau, was mit Kardach los ist, dass die immer so eine hohe Trefferwahrscheinlichkeit hat. Okay. Bin ich gleich eines Besseren belehrt. Oft haue ich ihn daneben. Fehlschlag. Danke, Carla.
Ich mach das mal richtig. Den anzugreifen? Warum war das ein... Ich stehe genau vor ihm, als würde ich wegrennen. Muss ich noch einen Gelegenheitsangriff, wenn ich weglaufe? Bisschen weird. Gute Trefferchance von hier unten. Der Weg ist unterbrochen. Kann ich hochspringen? Der Weg ist auch unterbrochen. Ich kann nicht so weit hüpfen wie die... Ach, hier. Da bin ich mal der gleichen Meinung. Dann können wir nur noch looten, wenn er was Interessantes dabei hatte. Schriftrollen, Giftspuren, Nachtliedwedel, Konidenfleisch, hastige Spuren, Knochenkappe, alles nehmen. Tja, scheiß Idee von ihm, dass er sich gedacht hat, dass wir da auch sofort mitmachen, mir diesen Eindruck erweckt. Aber keine gute Menschenkenntnis hat er in den Tag gelegt hier. Mach mal eine kurze Rast. Ich glaube, ich muss jetzt hier lang gehen. Ich finde das hier wirklich ein bisschen verwirrend. Dieses Dorf. Ich glaube, hier gehe ich doch. Ich jetzt hier richtig lang. Ja, ich bin richtig doch. Das ist mir auch immer so leicht dann wieder verwirren, obwohl ich da schon richtig war. Den Teil hier unten habe ich noch nicht untersucht. Machen wir das eben mal noch. Und dann gehen wir erst da hinten hin. Weil hier war ich noch nicht an dem Strandabschnitt. Something over there. Over where? Ist doch gerade hier geleuchtet. Wo hat sie denn was entdeckt gehabt? Hm. What's that? Das meinte sie ja eben nicht. Das entdecke ich ja nicht mehrfach. Schwer anscheinend diese Fackel. Ist doch richtig was wert mal. Gegengift, Pfeil des Elmarte. So ein paar Namen sind hängen geblieben. Damals, als ich das erste und vor allem das zweite Baldur's Gate gespielt habe. Pfeil des Elmarte. Wie ist das mir. Ach, vielleicht war es das. Nicht erreichbar. Kann ich das da runterschießen? Goldhalskette. Bestimmt super viel wert. Kriege ich jetzt die Goldhalskette? Lass mich da oben draufstellen. Probieren wir gleich nochmal. Versuche mal von oben drauf zu hüpfen. Wenn ich jetzt diese Goldhalskette schon entdeckt habe, würde ich sie jetzt auch haben. Ja, guckt an. Was
Jetzt muss ich kurz gucken, wie viel die wert ist. 35 Gold! Sensationell. Wir haben ausgesorgt. Eyes keen and ears open. Okay, da wird gleich der rundenbasierte Modus aktiviert. Das arkane Geschütz. Und das hat mich auch schon angelasert. Robust. Das hat aber so ein Damage, eine Schadensschwelle. Mindestens 10. Die ersten. Tut mir nicht so weh. Wir wollen halt zu dem Turm. Da haben wir ja schon von gehört jetzt. Brauchen wir eventuell für unseren Trank, wenn wir das probieren wollen, mit Omelum. Was habe ich für Schwächen noch? Hiebresistenz, Stichresistenz, Feuerresistenz, Blitzverwundbarkeit. Dann blitzeln wir den noch weg. Das müsste eigentlich auch gehen bei denen selbst noch, dass wenn die nass sind, doppelten Schaden bekommen. Kann ich ja nicht so das weit casten irgendwie. Hat Arkanes Geschütz getötet. Warum ist es dann noch da? Warum habe ich dann immer noch einen rundenbasierten Modus? Andere hat es anscheinend nicht so gut erwischt an der Stelle, wenn hier bei diesen verkohlten Körper rumliegen. Was ist das für ein Spell? Das ist ein Stufe 3 Zauberplatz. So oft können wir das nicht machen. Ihre Blitzzauber ist auch Stufe 3. Hat sie auch noch einen von. So, dann darf sie das jetzt mal machen. Nicht in der Zorn. Ja, Haus weg. Eine verzierte Tür. Mittlere Zähigkeit. Nicht Schloss knacken. Na doch, wir haben auch alles mögliche. Anschuldigung, Diebstahl, Diebeswerkzeug, Geschicklichkeit und Shadowheart hilft auch mit. Oh, bin gleich anvisiert hier. Hier wäre jetzt, der Blitz besser, weil der nur einen Zauberslot braucht, auch wenn ich ihn im, also wenn ich ihn im gleichen Kampf mehrfach benutze, weil es für 10 Runden anhält. Muss man langsam wirklich mal mehr Blitzzauber einpacken. Das ist ja eigentlich, was ich nutzen möchte. Schockangriff, auch noch Blitz.
Nicht weit genug. Wir haben ja so wenig Bewegungsrate. Mit der Liliane. Ich wollte mit dem Schockgriff da hinkommen. Wenn er jetzt einmal auf mich schießt. Dann blitzen wir mit ihm erstmal Karlach kurz und werfen einfach mal da drauf. Ja, der hält so viel aus, wenn er keinen guten Crit landet oder so. Oder in den höheren Ende der Damage Range wahrscheinlich. Na gut, kritischer Fehlschlag hilft jetzt auch nicht. Immer so ultra fies. So wenig Schaden machen sie dann teilweise auch nicht. So. Normaler Angriff, 90%, damit machen wir ein bisschen mehr Schaden halt. 9 bis 26, haben wir schon mal jetzt hier. Ah, 12 Schaden. Nicht so schlecht. Sauber. Also ich weiß nicht, was ich zusammenwürfel, mal ehrlich. Wie oft ich eine 1 würfel, das ist so ein bisschen albern. Kritischer Fehlschlag, ja. Wenn wir mit Karlach hier genug Schaden machen, ist ja unwahrscheinlich, weil die halt auch resistent sind. Nix unterbrochen. Du sollst auch nicht gegen die Kiste werfen, Karlach. Vielleicht von hier? Trifft das auch wirklich? Komisch aus. 11 Schaden, ja danke. Das ist doch nice. Hätte ich keinen kritischen Fehlschlag gemacht. Sind ein paar Heiltränke. Sollten wir mal ein paar geben. My faith will guide me. Beschützter Turm hier auf jeden Fall. Kaputte Apparatur. Das nehmen wir mit. Staubiges Buch. Was steht da wohl drin? Zu Beginn dieses Buches steht mit Stolz geschrieben, dass es sich um ein Stück von Dame Inia handelt. Befolgt einer ausführlichen Einleitung und 23 Seiten mit Anmerkungen zum Text. Obwohl das Buch relativ unberührt aussieht, ist eine Strophe doppelt umkreist. In jedem Wesen leuchtet ein Licht, es kriecht nach oben in hartem Bestreben. Vernichtet alles in seinem Angesicht, wir töten den Rest, um ihm Leben zu geben. Seems like the owner was quite the literary type. Chest. I can feel its magic. Ne, die Truhe des Profanen. Nehmen wir die Sachen raus. Was haben wir hier aufgehoben? Eine magische Truhe. Die Sachen da drin waren nämlich gar nicht profan. Sie versteckt.
So eine Herzlichtbombe. Ein Goldbarren. Eine schriftvolle Magierrüstung und Mystras Gnade. Oh, Federfall. Das ist gut. Dass man immer Federfall dabei hat. Ist Federfall eigentlich ein Gruppenspell? Du und Verbündete in der Nähe, ja. Das sind mal sehr gute Schuhe. Gibt es ein paar Rätsel zu lösen. Das nehme ich noch an die Szene auf dem Dach. Wir werden diesmal gucken, ob wir die, was wir da für Möglichkeiten haben, dass wir die ein bisschen anders lösen als letztes Mal. Das würde ich mir schon ganz gerne anschauen. Gucken, wie sich das Gespräch entwickelt. Nothing's happening, but it doesn't look broken. But it doesn't look broken. Wir müssen den anderen Weg erstmal noch nutzen und den Aufzug. Also kann ich absteigen. Ja, mal alles reinschauen. Weil die kaputte Apparatur. Und sehr viele Elixiere der Blitzresistenz basteln. So, schauen, dass ich schon vergessen, was wir mit dem Aufzug gemacht haben damals, dass wir wieder funktioniert haben. Ich glaube, wir müssen. Ich dachte, das kann man erst danach machen. Wir können mal hier unten schauen. Hier ist noch ein Gebiet. Komme ich denn da hin? Okay, das geht ganz schön tief runter. Aber hier können wir runtergehen. Das wir das zuerst machen. Nein, nein, nein! Wie immer, wie sie angekackt ist, wenn ich mir selber wehtue und sie dann durch das Band und auch ein bisschen Schaden bekommt, als hätte ich es nur gemacht, um sie zu ärgern. Es klingt immer so, als wäre es Friendly Fire. Bisschen gemein. So schlimm war es jetzt auch nicht. Oh, Zunge des Wahnsinns. Das brauchen wir für den Trank. Richtig. Das ist das Sublimat, aber wir brauchen es vor allem für die Quest. Hilf Umulum, den Parasiten zu untersuchen. Handtücher müssen wir jetzt nicht mitnehmen. Da haben wir auch Timaske-Sporen. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig betont. Aber das nehmen wir auch mit. So, da haben wir die Sachen jetzt diesmal schon dabei. Jetzt war die Reihenfolge genau andersrum. Verrotteter Käse. Vielen Dank. Ganzes Vorratspaket, das nehmen wir natürlich mit. Das abgegriffene Buch sieht aus, als hätte es ein Theaterstück enthalten. Wie kann ich vertrauen? Wie kann ich mich zeigen? Mein dunkelstes Ich, meinem Herzen entrissen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Oben war das mit dem Licht aufsteigen. Das scheint wichtig zu sein. Und das ist auch wichtig, geht ja nochmal oben um die Geschichte. Schon ein bisschen hier die Gedichte merken. Das wird alles abgefragt später. Bei der Gedichtinterpretation.
Der Turm ist echt eine schicke Location. Sieht cool aus, finde ich. Dann gehen wir noch eine Ebene nach unten. Liegend. Ja, irgendwo, dass wir uns nicht auf die Fresse legen. Wir haben die Stiefel des Federfalls. Kann ich eigentlich ganz runterhüpfen, bevor ich immer... Da habe ich mir letztes Mal genau das gleiche aufgefallen. Ich immer dachte, ich kann ja auch einfach das machen. Jetzt haben wir mit vier Stiefel Frühlingsschritt. Ist eh nicht so wichtig, ehrlich gesagt. So, wurde jetzt Federfall einsortiert? Da. I'm way too big. Wenn er von der anderen Seite kommt. Noch mehr Susa-Blüten. Stecke ich immer ein. Schick sie ins Lager. Obwohl, vielleicht sollten wir sie jetzt nicht sofort ins Lager schicken, weil wir brauchen ihn noch für das Rätsel für den Aufzug. Aber ich war damals so stolz auf mich, als ich das alles rausbekommen habe. Jetzt wissen wir es natürlich schon, jetzt ist das nicht mehr ganz so. Nicht mehr ganz so ein großes Rätsel. Aber das Rätsel auf dem Dach möchte ich halt anders machen. Das will ich mir gleich nochmal anschauen. So. Verschlossen. Robust. So, die wird jetzt mal eingehauen. Lazelle. Danke. So, dann werde ich in der nächsten Folge hier den Keller mal nochmal genauer untersuchen, den Aufzug reparieren und dann gucken wir uns das Dach an. Da gibt es noch ein paar coole Sachen. Und dann könnten wir danach eventuell schon zurück zu Omelum, den Trank machen und noch ein bisschen den Rest erkunden. Obwohl das hier ganz gut ist. Wir wollen ja eigentlich... Das war ursprünglich mal die Idee vor ein paar Stunden, dass wir hier in die Solonitenfestung kommen. Und das ist ja auch der richtige Weg. Das heißt, wir werden die beiden Sachen zusammen machen. Wir haben auch schon ein bisschen Hinweise bekommen ja von dem toten Drow, dass hier noch ein paar interessante Sachen auf uns warten. Aber dann haben wir von diesem Teil hier schon relativ viel erledigt und können dann auch bald zu den Duergar fahren. Mit dem Nere, das wird auch nochmal spannend. Das habe ich beim letzten Mal ja komplett, da ist das schief gelaufen. Da bin ich auch gespannt. Aber also, ein paar coole Sachen. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.